Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Cyberpunk 2077. Ich kann es kaum sagen, aber es beginnt das Finale oder die letzten Missionen. Ich weiß nicht, wie lang das Spiel jetzt noch ist. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sein werden. Aber es beginnt und ich werde jetzt einfach starten. Ich freue mich so sehr und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Es gibt kein Zurück mehr. Du bist an einem Punkt angekommen, von dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn du das Zusammen vertrittst, wenn alle noch nicht mehr in die Mission und andere Aktivitäten wie oft nicht verfügbar sein, bis alle Missionen abgeschlossen sind. Wenn du noch etwas erledigen möchtest, solltest du das tun, bevor du dich mit Hanako triffst. Das ist die Anweisung, aber wir tun es jetzt, Leute. Wir tun es jetzt. Oh, ich bin gespannt. Los geht's! Oh Gott, das ist jetzt der Knopf zum Finale. Ich freue mich einfach. Los geht's! 3, 2, 1, Schuss! Jetzt geht's los. Gott, ist mir schlecht. Das gefällt mir nicht. Diese Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Ich weiß, ich bin vorsichtig. Vorsichtig zu sein ist nicht gerade eine deiner Stärken. Beim ersten Anzeichen von Ärger hauen wir ab. Ja. Oh, ich bin Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Ja, erwartet ein VIP-Gast. Storniere alle Reservierungen, aber adressiere jeden Kunden persönlich, damit wir unsere Stammgäste nicht verärgern. Mach alle Eingestellten klar, dass die Zukunft des Embers von diesem Besuch abhängen könnte. Hm. Hallo, Hanako? Ausgezeichnet. Du bist gekommen. Mir blieb auch nichts anderes übrig. Danke fürs Treffen. Natürlich, Vi. Und ich danke dir. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Absolut niemand glaubte die Geschichte mit der Vergiftung. Die Details passten einfach nicht zusammen. Du wusstest es und hast nichts getan? Und jetzt hast du plötzlich dein Gewissen gefunden? Mein Vater hat Fehler gemacht. Das weiß ich sehr wohl. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mittel. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich geschätzt. Weißt du, was das war? Macht? Familie. Unsere Familie. Ihm lag am Herzen, dass sie überlebt, weiter besteht, stabil und ohne Widersprüche. Ha. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka, Teil der Familie. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Untätigkeit keine Absicht war. Es ist komplizierter. Er ist ein Bruder. Es war schwer und wird noch schwerer, schon klar. Aber warum der Sinneswandel? Wir wurden auf der Parade gewarnt. Sicherheitsvorschriften wurden verletzt. Es kamen die ersten Zweifel auf. Noch mehr in deinem Versteck. Als die Schläger meines Bruders nicht zur Rettung, sondern zum Töten kamen. Yorinobu war bereit, dich einfach so zu opfern. Mein Vater hatte recht. Wir haben Yorinobu nie etwas bedeutet. Ich wurde als Herz der Familie erzogen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass Arasaka auf sein Herz hört. Und die Gerechtigkeit siegt. Hast du wie vereinbart Soulkiller mitgebracht? Finger am Abzug, verrat ihr kein Wort. Du scheinst mir nervös. Ist irgendwas?
Ich weiß nicht. Dieser AV ist schon dreimal vorbeigeflogen. Glaubst du, jemand verfolgt dich? Keine Zeit für Ablenkungen. Hast du Soulkiller dabei? Hältst du mich für so dumm, dass ich darauf reinfalle? Ich will hier lebend raus. Hätte ich solche Absichten, hätte ich einen deutlich diskreteren Ort als diesen ausgewählt. Wir sind hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Mikoshi führen. Und wie? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Hier in Night City, unterhalb des Arasaka Towers. Lass uns abhauen. Sofort. Du willst weg? Wie kommst du nur darauf? Dann quatsch nicht dauernd dazwischen und hör ihr zu. Das wird ein Desaster. Setz dich. Wir haben keine Zeit. Du weißt, wie man mein Interesse weckt. Also dann, rede. Mein Bruder. Siehst du das auch? Stinkt nach Bullshit. Geh bloß nicht drauf ein. Er muss für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Klingt, als willst du Rache für deinen alten Herrn. Ich will, dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama, soろそろ ご自宅にお戻りいただいて. Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting einberufen. Repräsentanten aller Fraktionen nehmen daran teil. Der perfekte Moment, ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist. Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Aussagen, hm? Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Nehmen wir an, es klappt. Was dann? Du übernimmst den Arasaka-Thron? Wie kommst du denn darauf? Ich ging davon aus. Außerdem hat Takemura gesagt, es war ohnehin geplant, dass du Yorinobu in Night City vertrittst. Jeder sollte wissen, wo er hingehört. Wie? Das hat mein Bruder nie verstanden. Ich weiß es. Und will daran auch nichts ändern. Du willst nicht oder darfst nicht? Immerhin bist du eine Frau. Ich entscheide über mein Schicksal. Das solltest du auch. Also? Du willst, dass ich Yorinobu vor der versammelten Führungsspitze schlecht mache? Nenn mich verrückt, aber das klingt nach Selbstmord. Das weiß ich. Deshalb werde ich die nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und wie stellst du dir das vor? Du wirst sehen. Das Angebot ist gut. Ich muss das überdenken. Natürlich. Aber denk schnell. Yorinobu ist seit der Parade argwöhnisch. Wir haben nicht viel Zeit. Wir verschwinden hier, und zwar jetzt. Alles in Ordnung? Ja, ja. Es ist nur... Du blutest. Fuck. Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Zögere nicht. Triff eine Entscheidung. Ich denk drüber nach. Du brauchst frische Luft. Sofort. Ich brauch dich aus meinem Kopf, Alter. Nein. Scheiße, Schakka, komm. Ich will nicht jetzt zusammenbrechen. Was machst du? Scheiße, wir sind jetzt so kurz davor wie... Und du kannst dich nicht mal auf den Beinen halten. Aber ich schon.
Dein Körper hört auf mich. Was zum? Verstehst du, was ich sagen will? Ja, ich verstehe schon. Das gefällt mir nicht. Komm schon, jetzt schieß endlich ein. Wirf das Pseudo-Endotrizin ein und lass mich ans Steuer. Ich bring uns nach Scheiß Mikoshi. Wie noch gleich? Jedenfalls ohne diese hinterfotzige Arasaka-Porzellanpuppe. Ohne Hilfe haben wir keine Chance. Stimmt. Deshalb werde ich Rogue dazu holen. Sie hat's immer noch drauf. Außerdem schuldet sie mir was. Die hätte vielleicht vor 50 Jahren was für dich riskiert. Aber jetzt glaube ich kaum. Ich überzeug sie. Schließlich kennen wir uns mit solchen Sachen aus. Wir sprengen uns in den Saka Tower, genau wie früher. Und dann suchen wir den Weg nach Mikoshi. Das ist unsere einzige Chance. Was ist mit Panam? Sie hat Hilfe angeboten. Ich weiß, du und Panam, ihr habt was Besonderes. Das verstehe ich. Echt. Aber genau deshalb ist die Idee scheiße. Du solltest sie da nicht reinziehen. Den Fehler habe ich auch mal gemacht. Lass sie und ihre Leute außen vor. Wenn einer stirbt, gibst du dir am Ende nur die Schuld. Unsere einzige Hoffnung sitzt genau in diesem Moment im Afterlife. Und sie heißt Rogue. Hanakos Angebot steht noch. Sorry, als ob Hanako... Ach komm, lass den Scheiß. Sie hat wenigstens Macht und kann helfen. Ja, mit einem One-Way-Ticket in die Leichenhalle. Diese Saka-Fotze hat deine Schaltkreise frittiert. Rogue und ich ziehen das durch, genau wie früher. Was ist mit Panam? Sie hat Hilfe angeboten. Ich weiß, du und Panam, ihr habt was Besonderes. Das hatten wir schon. Den lasst unsere ein... Schön langsam, Arschloch. Was soll das werden? Das ist mein Körper. Ich entscheide. Nicht dieses Mal. Johnny! Oh Gott, was zum... Fick dich, Johnny, Alter. Was? Hat er uns jetzt verarscht, oder? Bin ich. Oder leben wir leben noch, oder? Das ist nicht, was du denkst. Noch nicht. Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Vic? Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Mein Kopf. Ach. Der Biochip ist fast wieder stabilisiert. Fühlt sich an. Als ob jemand deinen Kopf als Messerblock benutzt. Danke für die Zusammenfassung. Bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt. Mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, sofort behandelt zu werden. Johnny. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Sag mir die ganze Wahrheit, Vic. Du bist an einem kritischen Punkt. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Na, ich versuch's. Ich glaube, ich spür wieder was. Ah. Langsam. Wieder ein Sieg für die Geschichtsbücher. Hm.
Wenn du was zu sagen hast, Vic, sag's einfach. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Ja, ich weiß. Eine Idee, wo ich anfangen soll. Schon wieder. Soll ich's dir aufschreiben? Es liegt an dir, nicht an mir oder diesem Ding in deinem Schädel. Siehst du das Zeug da drüben? Ja, was ist damit? Dort findest du die letzte Dosis Pseudoendotrizin. Geschenk von Misty. Willst du den Stimmen im Kopf nachgeben? Nur zu? Verlass die Welt, still und leise. Oder finde einen anderen Weg. Bring es auf deine Art zu Ende. Ich hab dir auch ein Geschenk hingelegt. Locker. Schaff die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe. Der Rest liegt allein in deiner Hand. Du hast ihn gehört. Wir haben noch eine Chance. Ich übernehme. Endotrizin, Rogue, Saka Tower. Nur so haben wir eine Chance. Hör auf zu nerven, Johnny. Es ist meine Entscheidung. Ich muss darüber nachdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Oh, gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Aha. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest. Zuerst sollten wir von hier verschwinden. Ja, scheiße. Hey, wie, ich hab deine Gedanken gehört. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay. Ich glaube, Vic hat eh die Schnauze voll von mir. Sei ihm nicht böse. Seine Chakren sind heute blockiert. Und er hatte zu viel Kaffee. Ach. Und lass mich raten. Meine Aura stört. Mhm. Fürchte, ja. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Ist nicht weit. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Du wirst sehen. Na komm. Was? Jackie? Der Jackie, der tot ist? Was? Ist aber okay, wird bestimmt nur ein Gedenkort sein. Und Jackie, Alter, sein. Ihn könnt ihr jetzt gerade echt gebrauchen, ey. Ganz oben. Er hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mhm. Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Nachdem wir hier waren. Mhm. Oh, wieder schön. Besser. Luft. Siehst du die? Ich komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen. Und über alles nachdenken. Danke, Misty. Du hattest recht.
guter Platz. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow, Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein, aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu es jetzt. Die Pillen können warten. Ich rufe Panam an. Panam? Ich will nur ihre Stimme hören. Ich hoffe, das ist alles. Wirklich alles. Hey. Panam, hey. Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid, dass ich so spät störe. Rufst du deswegen an? Um dich für die späte Störung zu entschuldigen? Es gibt da was, das ich heute tun muss. Das Risiko ist hoch. Enorm. Aber ich muss es tun. Was ist es? Nichts fürs Holo. Lieber persönlich. Dann laber nicht und sag mir, wo du bist. In der Stadt? Ja. Okay. Setz dich irgendwo hin und warte. Ich komm zu dir. Du verstehst nicht, ich... Die Zeit habe ich nicht. Hat das mit dem zu tun, was du mir erzählt hattest? Hat es. Okay, dann sag ich dir jetzt was. Es gibt immer einen Ausweg. Du machst Folgendes. Atme ein paar Mal tief ein und denk nach, worüber wir geredet haben. Dann ruf mich wieder an. Aber... Ende der Diskussion. Gut gemacht. Sie hat mich nicht zu Wort kommen lassen. Ist wohl besser so. Du hättest nur zu viel ausgeplaudert. Gut, dass du angerufen hast. Diese Chance hätte ich damals auch gern gehabt. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, hm? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen gelegen. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Wenn du es nur zulässt. Oder du versuchst es mit Panam und ihren Wanderhuren. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Oder du nimmst Arasakas Stil an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. Ich weiß es nicht. Arasaka? Aber ich finde Johnnys Idee absolut beknackt. Die Fallrate ist sehr hoch. Arasaka? Ja, warum sollte sie mir helfen, wenn sie in der Macht ist? Hält sie ihr Versprechen? Weil es ist auf jeden Fall ein Riesenkonzern. Wenn sie in der Macht ist, ja, bricht sie ihr Versprechen. Wenn Johnny scheitert, weg. Und warum sollte Johnny im letzten Moment zulassen, dass er stirbt? Panam? Das Sicherste. Aber wenn sie stirbt... Ich traue dieser Arasaka-Frau nicht.
Aber bald finde ich Panam sogar das Beste, weil ich finde scheiße, so die, und dass wir sie mit reinziehen. Aber andererseits, warum muss es denn so enden, wie es bei Johnny geendet ist? Ich meine, wenn Panam überlebt. Das Risiko ist hoch, aber... Oder machen es auf eigene Faust mit Arasaka, aber... Ja, wir haben Panam angerufen, ne? Und sie ist immer unsere Freundin. Ich glaube, das Einzige ist das Beste. Auch das Gefährlichste, aber auch das Beste. Ich glaube, das Sicherste ist es. Bei Johnny ist, weiß ich nicht, Nita scheitert. Aber was, wenn er am Ende nicht übernehmen will? Wenn er am Ende... So, Arasaka, die kann uns verarschen. Panam verarscht uns nicht, sie kann aber sterben. Wir können alle sterben. Aber wenn wir uns retten wollen, ist Panam das Sicherste. Aber wir müssen am Ende damit leben, wenn sie stirbt. Und ich glaube, dass... Ja, um das eingehen? Ja. Aber wir haben sie auch angerufen, ne? Und sie ist bereit, das Risiko auf uns zu nehmen. Aber wenn sie nicht stirbt... Wir nehmen Panam und versuchen alles, um sie am Leben zu halten. Wollen wir das versuchen? Ja. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Oder? Ja. Okay, ich nehme Panam. In der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt, wer da geht. Ich hoffe, ihr auch. Beim nächsten Mal geht's weiter. Also morgen um 18 Uhr geht's weiter. Ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Haut rein. Euer Pirate. Tschüssi. Bis dann. Ciao.